Wieder denselben Weg antreten. Nein, gut. So, jetzt kommt die Bärenmoor. Na, gehen wir mal direkt rein, da, Alter. Also Edwin eine Live Sex Celebration und Jay White wäre dann Live Murder Celebration oder was? Kannst du mich sehen in die einzelnen Kapitelkarten für YouTube? Das ist Arbeit. Und du kannst das gerne machen. Wie gesagt, die Sache ist halt, bei Twitch ist es so. Ich kann einfach diesen Stream 1 zu 1 so auf YouTube übertragen. Wenn ich das aber cutten wollen würde, dann müsste ich es erstmal von Twitch runterladen oder von Twitch auf YouTube übertragen, dann runterladen, dann cutten und dann die einzelnen gekackten Sachen dann auch einzeln wieder hochladen. Das wäre halt nicht so geil. Nice Pilze. Ja, auf jeden Fall hier die roten, die sind ganz gut, habe ich gehört. So. Nein, nein, nicht ertrinken, nicht ertrinken, nicht ertrinken, nicht ertrinken, Schack. Schack die Duck Duck. Kann man das hier auf Twitch cutten? Nein. Also du kannst wahrscheinlich, du kannst einzelne Highlights, also du kannst halt ein Highlight auswählen und dann nur von Minute 20 bis 22, ja, wäre theoretisch möglich. Müsste ich da auch noch mit Daniel fiedeln, absprechen, inwiefern wir das machen können. Aber wenn es einfach möglich ist, dann, ja, dann kann ich es meinetwegen machen. Genau, sehr schön. Füllen wir das Ding voll. Schieben wir das mal hier so in die Mitte. Das Ding will mich verarschen. Wunderbar. Toll. Scheißteil. Aber eigentlich muss ich das Seil doch da anspannen. Wozu habe ich die Verbindung dann gemacht? Hm? Gar nichts. Toll. Und schön, wie schnell das Wasser sinkt, ey. Das ist auch schon ziemlich krass. Oh, mein Brain ist gerade ein bisschen zu much, ey. Ach nö. Nein, das Fluss hat mich ertrunken. Aber ich bin ganz ehrlich, ich bin gerade echt ein bisschen so. Ich glaube, ich bin nicht zu gebrauchen für, sagen wir mal, Rätselspaß. Bin gerade erst eine Stunde 20 dabei. Ja, ich weiß. Das sagt einiges aus über wie es bei mir gerade läuft im Kopf. Ah, ich bin dämlich. Ich kann doch hier einfach, ja, hier die Verbindung setzen.
und dann da die Verbindung setzen. Die Frage ist aber, wie ich jetzt an den scheiß Fluss rankomme. Muss halt irgendwie da rüberziehen. Und jetzt am Flugplatz. Wie viele fliegen denn da bei euch herum? Wir wohnen nicht am Flugplatz. Wir wohnen sogar ziemlich. Wir wohnen echt nicht nah dran am Flughafen. Was ist denn die Holzverbindung? Ach, jetzt wird das stehen. Ach, meine Güte. Ja, lol, ey. Nein, 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 nein. Warum steht das? Das ist echt zu viel für meinen Kopf gerade. Allein überhaupt ein bisschen nachdenken ist schon schwierig. So. Ne, das Spiel ermüdet mich ja nicht, aber halt quasi nicht. Ne, ich habe halt irgendwie, ja, keine Ahnung, für 2 Stunden geschlafen oder so. Nicht, nein, bis jetzt übertrieben gesagt. So, jetzt geht er runter. Warum der Wasserstand auch so weit sinkt und warum das Scheißding die ganze Zeit nach rechts gehen muss, ist auch eine Frage, ne? Du mieses Stück Scheiße. Ja, befestigen wir dich da, damit du nicht wegfahren kannst. Aber dann befestigen wir dich auch da. Ja, Digga, nein, 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 du, ich hätte dich umgebracht und deine gesamte verdammte Familie mit dir. So, jetzt geh, bring mich dahin, los. Hurra, hat funktioniert. So, die Ausführung der Vorderdecke, ich bin ganz ehrlich, es ist gerade wirklich so. Also, ich will jetzt nichts heraufbeschwören, aber ich bin gerade, ne, wie gesagt, ich bin mehr damit beschäftigt zu schlafen und Serien zu gucken, anstatt was zu lernen. Deswegen. Ich bin mal noch nett und sag mir so, ja, ist halt, ne, die erste bzw. die zweite Woche. Ne, was soll ich da noch, was soll ich da jetzt machen? Aber, ja. Ich meine, na, Digga, jetzt soll ich da einfach diesen fucking kleinen Teich, ey, bist so ein Lappen. Sagen wir mal so, wenn andere Dinge sich ja bei mir ergeben, dann ja, dann habe ich definitiv keine Unterforderung mehr. Hier schwimmt er doch einfach rüber, du bist so ein. Deswegen. Verstehe. Dann muss er wieder nach oben. Dann muss ich hier die Verbindung ansetzen. Dann lücken wir den Lachs mal drüber. So. Los. Und Chowie Bowie. So. Hallo. Ja, Digga, 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 Digga. So. Genau, mehr Futter. Ah. Guck. Ah, da hinten ist. Warte. Kann ich mich da wieder hochziehen? Jep, sehr schön. Fucking Moor.
Okay. So, im Grunde sind hier Wespen oder Fliegen oder sonst was, die mich hier attackieren. Den muss ich aber hier an Land rüberziehen. Damit ich da auch drüber kommen kann. So. Und zack, mehr damit. Ja, Mücken wohl eher. Da musst du dir aber vorher deinen schönen Plan genau anschauen, sollst du wechseln. Nicht, dass ich wieder. Nicht, dass der dich wieder nicht anspricht. Sagen wir so, ich habe ihn mir schon angeguckt. Und wie Benny meinte, ist es auch, da darf ich nicht rein. Bis jetzt war es so, dass quasi es nur im ersten Semester Einführung in die Mathematik gab und sonst nicht. Und wie gesagt, also wenn ich das mache, dann ist es ja eh egal. Dann gibt es kein, ich habe keine Lust oder was. Dann ist es halt, entweder ich mache das oder komm mal, what the fuck, was ist da jetzt los? Es ist dann halt literally do or die. Also entweder ich schaffe das oder es ist halt vorbei so mit allem. So, da gibt es dann keine Wahl mehr, kein Nachdenken oder sowas, das muss einfach dann gemacht werden und fertig ist. So. Egal wie schwierig es ist, egal wie doof es dann ist oder so, weil ne, dem ist ja kein Wunschkonzert und ich habe genug Zeit gehabt, um Dinge auszuprobieren. Das gibt es halt jetzt nicht mehr, für mich zumindest nicht. Und ja, deswegen. Ja. Soll man damit jetzt da hochkommen? Das frage ich mich. Ah, verstehe. Genau, deswegen ist es halt. Es ist so, es ist nicht mehr. Es ist keine Frage der Wahl oder so, aber und so gesehen ist es halt eigentlich von der Ausbildung her genau das, was ich machen möchte. Ja, und schon. Und genau. Deswegen, also was anderes kann ich sonst da glaube ich kaum noch dazu sagen. Wieder so, dass ich da irgendwie nicht hinkomme. Ah, come on. Oh. Ey, das ist dämlich. Und ciao. Mach dir ein Sprungbrett an der Stelle, like a dog on a leash. Ich hab mir die ganze Zeit ein Sprungbrett gemacht, ne? What are you thinking? What do you think I'm doing, man? What do you think I'm fucking doing? I'm fucking doing some fucking bullshit here, man. Jetzt weil ich es andersrum gemacht habe, hat's geklappt. Toll. Yaui waui. So. Okay. Finde ich hier fest und dann kann ich da fast nichts von Münzen fahren. Digga, kannst du einfach mal irgendwas machen, was ich von dir will? Nicht irgendeinen Scheiß. Sehr schön.
War das so schwer? War das so schwer? Okay, was soll ich jetzt machen? Okay. Wahrscheinlich irgendwie ein Netz spannen hier. Und bei dem da. Das Netz ist nicht gespannt. Wunderbar. Jetzt ist es aber gespannt. Hurra. Ich bin auch sehr gespannt. Was mache ich jetzt dann? Okay. Traue ich diese Monokultur Fichtenwald da? Ah, lol, hier kann ich hochklettern. Ja. Ich lasse das eine Ding jetzt mal da, weil. Unter dem Tresor. Ich glaube nicht, dass es ein Tresor ist. Verstehe. Verstehe. Sehr gut. Dafür ist das da. So, ui. Ja, schöne Landung. Die war gut gemacht. So. Dann runter da. Zum Glück nicht an Fallschaden gestorben. Das wäre wieder ein bisschen traurig gewesen. Sumpfiges Moorland hier, was schon beim Betreten einsinkt. Fantastisch. Was mache ich jetzt damit? Muss ja irgendwie da nach oben kommen. Und dafür habe ich die Dinger hier. Und an der Bahn komme ich gar nicht vorbei. Und Bosch verpasst, obwohl du sie extra rausschwimmen hast. Ja, wie gesagt, ich habe erwähnt, dass ich da gerade keine Lust hatte, mich da wieder runterzustürzen. Du standest mehrmals direkt daneben. Nee, eigentlich nicht. Ich hätte sie ja von der anderen Seite holen müssen. Von der Seite, die, wo ich sie drunter geschoben hatte. Das war quasi nach unten, also wieder nach unten gehen. Jetzt wäre ich gerade ein bisschen verwirrt. Jetzt habe ich gerade keine Ahnung, was ich machen soll. Oh, und diese grauen Farben helfen auch nicht dabei. Also, dieses ist halt eher, sagen wir mal, leblose, gräuliche Umfeld. Unter der Box war die, aber die andere Seite war doch noch einmal. Was? Aber die andere Seite war doch nur einmal über die Box rüber. Ganz nach unten musst du doch nicht die Brosche selbst und so.
Ja, aber genau, klar, ich gehe dann einmal auf der anderen Seite nochmal runter, aber da dann wieder hochzukommen, dachte ich mir, war halt das Nervige daran. Da kann ich dann mal so wie den Mücken wegkommen mit dem Seil. So, was mache ich jetzt damit hier? Oh, jetzt ertrinke ich mich wieder selber. Hey. Absolut fantastisch. Ich bin gerade echt ein bisschen verwirrt. So wie die letzte Mal jetzt auch gerade eben. Stark verwirrt ich war. Oder ich bin. Gut, selber eingesperrt. Aber wie gesagt, wie mache ich das jetzt? Das ist schön, wie mit dem Seil die Mücken weghaut. Die letzte würde ich, glaube ich, gerade eben schon mal gesagt, aber ich fand's zu machen. Hier, Klatsch, haut ab. Hier, dreckige Mücken. Wie gesagt, kannst du als Biologe mir irgendwie sagen, gibt es einen Existenzgrund für Mücken oder so? Weil ich denke mir so. Ich mag auch keine Spinnen, hey, aber wenigstens Spinnen haben Sinn und Zweck, solche Viecher wie Mücken zu fangen und zu erledigen. Aber bei so einer Mücke denke ich mir selber, was hat die denn für ein verdammtes Existenzrecht? Ah, okay, so komme ich hoch. Upp. Okay. Wie gesagt, mein ganzes Denkvermögen, mein Timing ist alles gerade auf dem falschen. Oh lol, ja, auf dem falschen Pfad, sagen wir mal so. Mücken sind Nahrung für andere Insekten und als Parasiten ist ihre Existenz im Schaden anderer Organismen begründet. Ja, also. Ich persönlich empfinde das eine parasitäre Art des Lebens, kein großes Existenzrecht hat. Jetzt nicht, dass ich jetzt loslaufen würde und alles auslöschen würde, was parasitär ist, aber so gesehen, ich glaube, kaum ein Mensch außer ein Forscher würde diese Wesen vermissen. Also, aber ja, klar, natürlich jetzt in biologischer Hinsicht löschen wir jetzt nicht einfach kurz eine Spezies aus, nur weil die halt negativen Einfluss hat. Parasitensorgierungsformen, häufigste Lebensform, weil sie die effizienteste von allem ist. Ja klar, ne? Ich meine, du machst einen minimalen Effort in den meisten Fällen, nutzt halt den Host schön aus. Jetzt hier den Hebel umgestellt. Alinder Unkel, okay. Kann ich irgendwie runterfallen? Oder wahrscheinlich durch den Fußraum oder so? Ah, sehr schön. Cool, dass sich das meiste hier so öffnen lässt. Klar, bei Definition ist ein Parasit, der mit anderen Schaden dadurch Vorteile hat. Effizienter geht es ist. Was? Sie existieren nur, weil sie so effizient sind und nicht, weil sie wem nutzen. Ja, deswegen, weil meistens gibt es ja dann irgendwie, sagen Leute so, oh ja, und oh, das ist doch hier Teil des Ökosystems und wenn du den erledigst, dann wäre das ganz, ganz schlimm. Wenn ich dann so, jetzt mal irgendwie bei Mücken oder so, ich glaube, da wäre kein Problem, wenn ich alle Mücken auslöschen würde. Ich glaube, da wären mir Leute sogar dankbar. Wenn so, danke, dass du hier diese Drecksviecher aus Existenz entfernt hast. Kann ich da jetzt mal. Ich will dahin. Danke. War das so schwierig? Danke, Mann. So, ja, darf ich da auch. Oh!
So. Wie meine ich das jetzt? Ich dachte, ich könnte hier irgendwie hochklettern. Aber der lässt das nicht zu. Okay. Sonntag. Oh, da werde ich ja saufen. Dann zieh dich wieder hoch, du Spasti! Sorry. Oh lol, oh my fucking god, are you... Das ist so ein Witz. Oh man. Jetzt, was machst du denn da bitte? Jetzt... Oh, weil die verdreckte Teekanne den fucking... So. Jesus fucking Christ. Nein, sie nutzen den Rücknahmesname für andere zu sein. Ja. Too much brain needed. Ja. So viel Brain habe ich nicht. Meine Kapazitäten sind bereits ausgeschöpft. Gucken wir uns gerichtet, setzen sich so hin, dann kann man hier den Checkpoint nochmal machen. Coolio. So. Dagegen geschlagen, dann gehe ich da wieder hoch, dann drücke ich das wieder rüber. Dann hole ich die Ding hier rüber. So. Hallo. So, jetzt geht das Ding auch mal, sehr schön. Kann ich ja nicht mehr drauf springen. Also wenn ich ja nicht mehr drauf springen kann, denke ich mir auch irgendwie bitte. So. Bringt alles nichts, wunderbar. Toll, sehr schön, fantastisch. Das ist ja, absolut geil. Ach, und jetzt. So. Ich komme echt nicht mehr klar gerade. Oh. Was ist, wenn wir den Weg gehen, um nach oben zu kommen? Vielleicht bringen wir das Teil hier unten. Ich habe keine Ahnung. Hmm.
Ich habe jetzt eine Idee. Wenn ich das so machen könnte, wäre das auch ganz gut. Zwei mehr. Das ist dann genug angespannt, dass wir hier ein Trampolin draus machen. Ja, sehr schön. Das war die Lösung. Und ich springe daneben, geil. X-Tray, kannst du auf das Rohr gehen? Nee, ja, für die Lösung. Aber. Die Lösung ist überraschend schlecht. Aber hat trotzdem geklappt, sehr schön. Oh Gott, ey, ich glaube, nach dem Level bin ich echt durch. Ja, aber das war's. Nein, jetzt bin ich fast. Jetzt weiß ich nicht mehr, was soll ich denn sagen. Warum ist dann die weitere Ansicht, wenn ich da nicht rüberkomme? Und sonst. Ich bin gerade echt. Ich ein bisschen. Kann sich auf das. Ne, okay, das haben wir schon. Ich bin echt nur noch verwirrt gerade im Moment, bin ich ganz ehrlich. Ja, vielleicht kann ich mich hier irgendwie dadurch so. Ja, vielleicht so irgendwie rüberbringen. So, dann, oh, come on, nein. Ja. Yes, nice. Ein bisschen Luck darf auch sein. Hell yeah. Give me a hell yeah. Okay, what the fuck? Und ein Moose. Definitiv Skandinavien. Nice. So. Ja, darauf vor nachgeschaut, die durchschnittliche Spielzeit von den Games auch in Anführungszeichen nur 6 Stunden. Deswegen, ja, wenn man da keine Extras macht, also geht klar. Wahrscheinlich so noch eins. Noch ein, zwei Streams oder so. Okay, was bringt das, wenn ich das da rüberbringe? So. Oh, wenn das. Ah, vielleicht. Nee, oder? Was wäre hier aber auch hier weit genug weggeht, oder? Hui. Ne, ich werde wahrscheinlich kommen. It's worth a try. It's worth a try. So, aber eigentlich. Warum funktioniert es mit dem nicht? Mit hier dem Bügeleisen, was. Ja, was ganz interessant ist. Und ich habe es jetzt halt wieder weggeschmissen. Ah. Mann. Mal von der Position hat es ja auch nicht wirklich geklappt. Aber jetzt habe ich kein Kabel mehr, keine Wolle, Kabel. Oder? Hier geht mir die Wolle aus, natürlich wieder kurz vom Checkpoint. Oder weiß ich nicht, was ich jetzt mache. So. Wie sicher normalerweise würde das gehen. Ich glaube, ich gucke jetzt diesmal Wolle sparen.
zweite Ding überbringen. Ich habe echt keine Ahnung. Vielleicht komme ich dadurch irgendwie da an so einen Ast an oder so, ich weiß echt nicht mehr. Ah, ich hab den Ast. Okay, ich denke, den kann ich nicht mehr anziehen. Okay. Jetzt um auf den Bäumen herum, ist das kürzer? Ja, gute Frage. Ja, das ist natürlich mindestens halt die Wolle, aber ich frage mich, wie ich da hinkommen soll. Ja, probieren. Aber ich glaube, das Problem ist, dass ich nicht genug geschleudert werde. Nicht genügend Schleudertrauma. Kann ich den voran ja bei einem quetschen, soll ich denn da hinkommen? Über dem roten Knäuel ist noch ein Haken. Ah, stimmt. Gut beobachtet. Ich hab den nicht gesehen. Ich hab den ganz und gar nicht gesehen. Deine Webcam hat den lange. Was? Deine Webcam hat den lange verdeckt? Ah, achso, das meinst du. Ja, okay, verstehe. Den Haken verdeckt. Ja. Das ist natürlich nicht so gut. Aber die Frage ist, wie soll ich jetzt da oben rumkommen? Das ändert kaum was in der Gesamtsituation. Weil da hoch schaffe ich es aber nicht an diesem Stein aus irgendeinem Grund, weil dieser Stein der größte fremde Stein auf der Welt ist. Boah, ich bin echt jetzt schon stark belastet gerade. So. Eisen hinschieben wie vorhin schon. Ja, das Eisen war von Anfang an von dieser Stelle, Christoph, wenn du dich erinnerst. Ich kann auch wieder hier viel zu verlieren, wie soll ich denn da jetzt rumkommen? Ja, ich kann es irgendwie schauen, weil. Ja, aber kommst du mit dem Eisen nicht in den Stein? Ja, eigentlich vorher nicht, aber würde ich ganz gerne ausprobieren.
Ah, jetzt kommt's. Okay, ich habe wirklich nur daran gedacht, dass VIP, was. Ich hab jetzt gesagt. Ey, ich kann nicht mehr richtig reden gerade im Moment. Ich glaube, ich habe gerade die letzten 10 Sekunden einfach nur Schluss vor mich hingeredet. So. Was wollte ich eigentlich sagen mit dem Eisenteil? Da war es halt so, dass. Ja, was war denn da? Na gut, egal. Kannst mir ja sagen. Gib dir mal kaltes Wasser ins Gesicht. Ja, es wird mir wahrscheinlich nur für ein paar Minuten helfen. Aber ja, ich mach mal eine kurze Streampause. Ich bin gerade richtig. Ne, man merkt's. So. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Puh, oh Gott. Gibt die Heizwasser in den Schoß, uff. In dem Part Low Brain Cell Sleep Through, sag ich so. Bin ja gerade halb am Schlafen, wirklich, weil. Ne, ist halt, wenn man irgendwie ne, 6 oder 7 Uhr aufsteht für den Arbeitstag und dann die ganze Zeit da irgendwie sich beschäftigen muss oder irgendwas machen muss und dann zurückfahren, dann bist du halt 23 Uhr schon ziemlich schlapp. Schwanz, so. Aber die Frage ist ja echt jetzt gerade. Was soll ich denn jetzt hier machen? Warum leuchtet es hier so? Ich verstehe das nicht wirklich. I don't understand. Okay, da oben ist was und jetzt komme ich da hoch. Ah, okay, cool. Und jetzt? Es ist also, ich krieg hier mehr Seil, aber egal, es hilft mir doch nichts. Es bringt mir doch gar nichts. Also ich meine, ich komme jetzt nicht irgendwo anders jetzt hin, oder? Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin, ne? Da lag nur die Münze auf dem Ast. Ich bin ganz ehrlich, ich bin jetzt gerade ein bisschen wacher, weil ich wirklich ein bisschen Wasser gekippt habe. Und ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt hier hingekommen bin und was ich die letzte halbe Stunde gemacht habe. Es war alles gerade so im Halbschlaf gespielt. Ich weiß echt nicht mehr, wie habe ich die Seile hier aufgebaut? Wo bin ich überhaupt? Was habe ich die ganze Zeit gerade gemacht? Ich muss mich gerade wieder so neu orientieren. Was war nochmal das Problem? What the fuck? Warum gibt's hier diesen hellen Teil? Keine Sorge, wir sind das oder? Hä? Was ist denn mit diesem Teil hier? Ich dachte, es geht noch um den Bügel und den Stein. Oh Gott, Hilfe. Oh Gott, oh Gott. Nee, da bin ich ja schon drüber gekommen, stimmt. Da habe ich irgendwas mit IP gesagt und so, weil ich so müde war. Und gestern oder vorgestern die ganze Zeit IP lernen musste, was das ist. Oder was genau das ist. Ah, jetzt habe ich die Orientierung wieder gefunden. Da bin ich mit dem Bügeleisen drüber gesprungen. Ne, Bügeleisen, ja.
Deswegen, dass du den Bügel, genau, nach dem Bügel über den Stein springen, seitdem habe ich halt, meine Erinnerung war dann leer, sagen wir mal so. So, oh, jetzt. Es hat mich aber ehrlich gesagt, ich war so müde und da hat es mich mega getriggert. Warum ist dieser eine Teil die ganze Zeit so grau und so leer? Und dann kann ich eh als müder Mensch schon kaum so viel sehen. Jetzt hier so mit mehr Licht, mit mehr Farbe, das ist viel besser zum Spielen. So. Die Bügel lassen. Okay. Genau. So. Aber kann ich mir für die nächsten Male merken, dass ich an einem Freitag am besten Falle nicht streamen sollte. Oder generell inzwischen an einem Wochentag. Ja, da ist das Ding versteckt. Super. Deswegen, also für jeden, auch für dich, Christoph, für jeden, der das gerade sieht, tut mir leid. Es ist gerade keine Qualitätsarbeit, die hier gerade geleistet wird. Das ist ja gerade so wirklich nicht Walkthrough, sondern Sleepthrough. Aber ja, damit das dritte Level hier geschafft. Und die nächsten Erinnerungen werden eingefügt. So, schauen wir mal. Endlich gefunden. Aber gut. Ja, dann gehören die auf. Ja, das ist eine Grafikeinstellung. Passend wäre es, wenn du sagen würdest, mein Gehirn lief irgendwie auf. Mein Gehirn lief auf 10 FPS oder sowas. Also, das Ding war gerade wirklich im Energiesparmodus. Und das hat man, glaube ich, auch gemerkt. Deswegen tut mir leid an alle, die das hier miterleben mussten. Danke an dich, Christoph, dass du noch da bist. Und ja, genau, deswegen, aber ich glaube an dieser Stelle, man merkt, ich bin, glaube ich, ja, geistig nicht mehr anwesend und da dann, wenn ich halt irgendwie jetzt ein Spiel spielen müsste, wo ich einfach Brain AFK irgendwas machen kann oder EO4. EO4 ist super, weil da kann ich dann die ganze Zeit irgendwas machen und so und das ist fast schon blind und so, dann mache ich das einfach. Aber hier ist so, ich muss mich konzentrieren, ich muss schauen, was mache ich jetzt hier, wie verbinde ich die Sachen, dafür bin ich viel zu müde gerade. Starker Stream, war das jetzt ironisch oder ernst gemeint? Das würde ich zum Abschluss noch gerne wissen, aber sonst würde ich dann hier 2 Stunden sind geschafft, würde ich hier mal den Stream dann ja, ein jähes Ende bereiten. Ein bisschen früher als auch ich erwartet habe, aber naja. So ist es manchmal im Leben. Das war interessant, sagen wir mal so. Wirkte so, als ob dein Gehirn im Nebel war. War es auch. Also ich war literally... Ich habe gerade, glaube ich, die letzte halbe Stunde einfach wirklich so... Ich war nicht mehr bei Bewusstsein. Ich habe nur noch wirklich quasi... Mein Gehirn war schon ausgeschaltet, aber quasi mein Körper hat weitergespielt. Oder du gekippt hast. Ja, wahrscheinlich. Ich muss es mal nachschauen. Ich muss mal nachschauen, weil ich hab wirklich, ich war sowieso, also IP-Adresse. Ich weiß nicht, ich habe aus irgendeinem Grund random irgendwelche Sachen gesagt. Genau. Hallo Benny, ich höre gerade eben auf. Deswegen schön, dass du zum Ende nochmal da bist. Aber genau. Schön, Christoph, dass dich zumindest meine absolute Verwirrtheit unterhalten hat. Das ist wenigstens etwas. So ab der 90-Minuten-Marke grob. Ja, meinte ich so. Ungefähr die letzte halbe Stunde war ich wirklich weg. Da habe ich... Ich weiß nicht, wie ich das Spiel überhaupt spielen konnte, weil ich war eigentlich nicht mal richtig bei Bewusstsein. Aber gut. Ich habe gehört, dass du in Pain warst. Ja, ich bin selber müde. Deswegen war das nicht so intelligent. Aber gut. Deswegen, die Mucke geht mir jetzt langsam auf die Nerven. Also sage ich, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war wenigstens halbwegs unterhaltsam. Und man sieht sich dann zu einem neuen Stream wieder von Unravel. Hoffentlich mit jemandem, der ja, besser ausgeschlafen ist. Und nicht einen halt ja, vollen Arbeitstag hinter sich hatte.